Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Bergstürmer, der erotischsten und gewinnträchtigsten Show hier auf YouTube. Zusammen mit meiner Wenigkeit, ich bin Herr Bergmann und begrüße euch und begrüße auch natürlich die smarteste Waffe auf diesem Planeten. Heute gespielt von John Cusack. Hi. Hello, my name is John Cusack and I'm like a waffle in the internet. Hello. Ich habe keine Ahnung, was John Cusack uns macht. Ja, war genau so, hundertprozentig. Also war die Performance kann der gut Filme. Mit Frauen? Oh Gott, eine knallharte Überleitung. Denn, Leute, viele werden sich von euch vielleicht erschrecken, denn gleich kommt jemand rein, der anders aussieht als 98% der meisten Kandidaten. Denn er ist ein Alien. Gar kein Er, sondern eine Frau. Eine Alien. Jetzt werden viele von euch natürlich die Folge erstmal pausieren, bei Wikipedia nachschlagen, was bedeutet eigentlich Frau? Eine Frau. Ich dachte, ich mach den Narrator, weil es gibt so wenige. Ach so. Aber okay, Chef. Hey, weißt du, was eine Frau ist? Was glaubst du, was verbirgt sich dahinter hinter dem Begriff? Ein Alien. Ein Alien, ja. Hast du, soll ich mal sonst reinholen? Einfach sonst vielleicht so. Ich bin mir ein bisschen unsicher, aber ich hab ein bisschen Angst. Komm an. Okay, dann möchte ich gerne einen herzlichen, warmen Applaus. Und du machst direkt die Mucke nochmal wieder mit. Für Sophia. Aber sehr höflich, sie macht im Gegensatz zu den Kandidaten letzte Woche, liebe Grüße an dich, Kevin, die Tür zu. Das hat mich ein bisschen auf ein Konzept gebracht, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen. Ja, weil sie macht das auch als erste Kandidatin, denn sie ist vielleicht ein bisschen Alien. Ich mehr ins Licht rein. Ein Alien, ja. Was? Moderier weiter. Okay. Sophia, du bist extra aus dem weit entfernten exotischen Düsseldorf angereist, um hier heute Ich muss mir noch nicht mal vorstellen. 8 iPads. Weißt du, wie viel das ungefähr ist, die erste Challenge in Euro ist? Über 1000. Ja, da hast du, glaube ich, recht, ey. Also, da könntest du auf jeden Fall fett essen gehen mit uns nach der Show, wenn du das gewinnen solltest. Okay. Dafür musst du ein bisschen was tun. Du musst natürlich Minispiele gewinnen. Du musst Studiodisziplin verstehen und sie dann gewinnen. Verstehen ist bei Freddy immer ein bisschen tricky. Und welche das genau sein werden, erklärst du uns gleich, denn wer die Sophia jetzt schon gerne ein bisschen näher kennenlernen möchte, der könnte das Video davor schauen, denn wir haben jetzt immer eine Casting-Couch mit dem wunderschönen Namen. Oh, hallo. Und da haben wir mit Sophia ein kleines Smalltalk gemacht. Freddy, was haben wir denn für Spielregeln? Das erkläre ich euch sofort, aber soll Sophia nicht, hi, soll Sophia nicht rumgehen? So, noch, damit wir das Übliche haben. Hi, hallo. Der Kandidat steht immer hier, während du die Spielregeln vorliest. Okay. Hi. Die Spielregeln. Heute machen wir das wie üblich. Wir spielen 5 Spiele, davon gibt es 3 Studiospiele und 2 Real-Life-Disziplinen. Im Prinzip 3 Videospiele und 2 Real-Life-Disziplinen. Entschuldigung. Real-Life und Frau heute. What is happening with the show? Everybody's going crazy. Die Spiele geben immer die dementsprechenden Punkte. Das heißt, Spiel 1 gibt 1 Punkt, Spiel 2 gibt 2 Punkte, Spiel 3 gibt 3 Punkte. Ich bin wie immer der unparteiische und ich bin Single, Schiedsrichter. Und ja, wir gucken uns das jetzt direkt mal an im ersten Minispiel, Videospiel des heutigen Tags. Und ich fasse mich, ich bin ein bisschen nervös. Dann sage ich, ja, legen wir direkt los mit dem ersten Spiel, oder? So, da sind wir jetzt im ersten Minispiel und wir spielen heute das Spiel, was sich anhört wie so ein 80er-Jahre-Mega-Rock-Master-Heavy-Fun-Film. Wir spielen heute Weapon of Choice. Cooles Fat Intro. Boy Slim, fettes Musikvideo mit Christopher Walken. Ne? Göttlich. Göttlich. Darum geht's heute nämlich auch. Wir haben in Minecraft Fatboy Slim eingeladen, heute aufzulegen und ihr müsst jetzt einfach nur auf Shift die ganze Zeit tanzen. Geil. Und gucken, wer die geileren Moves raushaut. Nein. Ist Christopher Walken hier? Oder? Ja, der steht vor der Tür. Kommt gleich rein. Jetzt kommt mal wieder zurück. Ihr spielt heute ein ganz klassisches PvP-Spiel in einer Arena. Oh, Sophie freut sich schon. Ich sehe das schon in ihren Blöcken. Hier steht tatsächlich auf der Karte, kleine Lava-Löcher sind da. Ich finde, Lava-Löcher ist ein unglaublich amüsantes Wort. Amüsiert euch doch mal ein bisschen in den Kommentaren damit. Ist von mir für euch, ne? Giving the community back what they give to me. So, jede Runde kriegt ihr eine andere Waffe. Es gibt 5 Runden insgesamt, beziehungsweise wir spielen ein Best of 5. Das heißt, wenn einer 3 Runden hintereinander gewinnt, dann gewinnt er natürlich. Die Lava, in die ihr reinfallen könnt,
Die macht Damage, aber natürlich nicht übermäßig Damage. Das heißt, ihr werdet nicht direkt sterben. Aber wie gesagt, wenn so eine Knockback-Stick-Runde ist, geht es natürlich darum, dass ihr euch da irgendwie in die Lava reinbefördert. Wir haben immer dieselben Waffen denn? Nee, immer eine. Hm? Ja, immer die gleiche Waffe, ja, genau. Okay. Danke, Barat. Gut, das klingt spannend. Lasst uns beginnen. Ich freue mich sehr. Yeah! Juhu! So, und da geht das erste Minispiel los in 3, 2, 1, jetzt. So. Da ist die wunderbare Arena, die kennen wir schon, die haben wir vorhin auch schon mal oder in ein paar anderen Minispielen gesehen. Und die beiden fangen jetzt an. Oha. Lava-Löcher, aha, okay, Lava-Becken sind das für mich, aber das tun wir jetzt einfach mal so. So, da sehen wir hier das erste Mal den... Sie leckt! Cheats! Cheat, Hack. So, im LAN-Netzwerk die Hacks ausgepackt. Das ist so, wenn man eben über Amashi hier die Mega Game Show raushaut. Und da kommt die Combo schon. Sophie schlägt sie aber auch hier gut. Hier ist keine YouTuber-Range und sonst wie was. Aber Bergi holt sich da. Jetzt gerade haben wir aber gar keine Waffen, ne? Runde. Ja, das kann auch der Faustkampf sein. Ah, nee, auch ist okay. Oder wenn was kommt. Ja, genau. Gut, TNT jetzt. Und wie gesagt, sobald das aufgebraucht sein sollte. Oh Gott, das sieht. Das beide, denn das TNT braucht tatsächlich sehr, sehr lange, um zu zünden. So. Zeit tickt auch runter, das hatte ich nicht dazu gesagt, weil Beate das mal wieder vergessen hat. Ich würde sie treten auf den Boden. Es gibt natürlich auch ein Zeitlimit. Ich denke, sobald das aufgebraucht sein sollte. Oh. Ein bisschen gelitten, ganz kurz. So, schauen wir mal. Auf beide sehr bedacht auf das TNT. Keiner, der den mal zurückstoßt, denjenigen. Einfach probier das irgendwie reinzuhauen. Ich selber natürlich. Ein bisschen was von Bomberman. Ja, genau, das ist Bomberman. Und jetzt geht hier wieder die mega, mega fun Party of Time of People. So. Der TNT-Kampf dauert schon eine gute Weile. So, Sophie jetzt aber, glaube ich, out of TNT. Und Bergi jetzt natürlich gewillt, auch mal mit der Faust ranzugehen hier. Um mal ein bisschen hier, ich würde sagen, Sophie hier rumzuschlagen, aber das wäre nicht richtig so. Da ist sie das tatsächlich erstmal in der Lava und dann nimmt er das TNT noch dazu. Das war von der Idee her nicht schlecht. Er hat aber die zweite Runde schon gewonnen. Jetzt braucht er nur noch eine. Jetzt die große Frage, welche Waffe werden die beiden diesmal haben? Und es ist der Pfeil und der Bogen. Ein Bürger jetzt aller Bogenbau. Der kann natürlich jetzt mal wieder auskanäseln. So, da ist der erste drin. Aber Sophie, wie gesagt, sollte man auch nicht unterschätzen. Da, es reicht ein Lucky Shot in die Lava. Und dann kann Bergi hier nochmal eine Runde auch wegstecken. So, schauen wir mal. Erbittertes Duell. Auch ziemlich im Nahkampf. Meine Güte, hier lachen beide so ein bisschen, lachen sie ein bisschen an. So, okay, so als wäre es hier so ein Kaffeepläuschchen. Aber es geht schon um mehr. Es geht um Ehre im Internet. Und darf auch ein bisschen darum natürlich, dass man gleich zwei X immer in seinen Namen kriegt und jetzt so ein PvP am Ende. Aber da hat Bergi drei souveräne Runden gespielt und dreimal gewonnen. Das war und klar. Dass der Sieg im ersten Spiel war. Aber es war sehr lustig, auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, oder nicht? Und ich wusste nicht, dass das TNT ausgeht. Ich habe da nicht drauf geachtet. Das geht aus? Ich hatte keins mehr. Ach so. Das habe ich nicht gesehen. Ja, Pech gehabt. Ja. Wir sehen uns im zweiten Minispiel. So, da sind wir jetzt im ersten Studiospiel. Bergi hat das erste Spiel gewonnen. Steht 1-0 für dich. Sophie aber total unaufgeregt. Denn jetzt geht es um Nervenkraft, ne, und so weiter und so fort. Und da wir schon wissen von unserem wunderbaren Interview, dass Sophie ein Hardcore mega crazy Girl ist, was halt auch tätowiert ist, kennt sie natürlich körperlichen Schmerz mehr als Tim das jemals kennen wird. Ja. Denn der kriegt ja maximal eine geschockt, wenn der USB-Stecker mal wieder falsch rum drin ist. Wobei ich früher auch auf dem Schulhof mich oft gebolzt habe, ne? Gebolzt, ja, genau. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um... Gut, wir spielen jetzt Schocker und das ist ein Reaktionsspiel. Das steht hier vorne schon aufgebaut und wird gleich auf Schmerzstufe, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau bemessen kann, 4 gespielt. Ich glaube aber, so wie ich das sehe, ist das eine der höchsten Stufen, die es gibt. Jeder Spieler, ne, also ihr beide, kriegt jetzt gleich so einen wunderbaren Schockergriff in die Hand und dann leuchtet ein rotes Licht und Musik ertönt. Ne? Sobald das Lichtchen umswitcht auf grün und die Musik endet, müsst ihr... Dann müsst ihr den Knopf oben am Schocker drücken. Ja. Und wer das als erstes drückt, der kriegt keinen Schock. Und wer es als letztes drückt, der kriegt richtig eine gebolzt, wenn wir schon mal dabei waren. Und der Gewinner, ne, wie gesagt, der dann eben keine gezockt kriegt, kriegt einen Punkt. Und wer als erstes 5 Punkte hat von euch beiden,
Er gewinnt das Spiel. Bei dem Zuge so einer Show ist es ja ganz lustig, aber ich stelle mir gerade wirklich vor, wie so vier Leute, weißt du, so ein Ehepaar gerade schick gegessen und dann kommt das mal ein Spiel spielen. Ups. Und dann stehen sie hier irgendwie alle so, weißt du? Ist doch voll Kacke, Alter. Ja. Weißt du, so zwischen Rosé und. Na gut, Rosé und Martineau. Genau. Sekt oder Seltas, sagen wir da, und wir gehen direkt in das Spiel rein jetzt. So, wir sind jetzt in der heißen Phase, in der Schockphase, und ich laber jetzt nicht so viel, denn wir legen jetzt los. Ich habe meine Strichliste, Beige gegen Sophia, und ihr könnt dann im Prinzip loslegen. Drückt, press the button. Sophia? Du hast ja zwei Katzen, wie heißen die eigentlich? Kann ich dir später sagen. Nee, sag mal jetzt. Nee. Sag mal bitte. Martin Denk und mal. Leonidas. Wie? Martin und Leonidas. Wie kommst du auf den Namen? Okay, gut, das sieht aus wie Bergige. Wie war das jetzt? Mit dem ersten Vorschlag. War das schön? Oder? War das schön? Möchtest du auch mal? Ja, gucken wir gleich mal, ne? Ja, drück mal wieder drauf, zweite Runde jetzt hier. Hast du als Kind auch Haustiere gehabt? Nein. Nee? Meine Eltern wollten nicht. Wieso nicht? Ah doch, warte, ein Kaninchen hatte ich. Ein Kaninchen? Wie hieß das? Flecki. Okay. Ah, kann ich sein. Okay, gut. Ja. Bergi holt sich hier den zweiten Punkt. Ich antworte dir jetzt nicht mehr. Finde ich gut. Sophia? Sophia? Sag mal, Twitch, ne? Hast du da auch schon mal selber gestreamt? Warum nicht, frage ich mich doch. Warum streamt man denn nicht selber auf Twitch? Okay, ich habe eigentlich schon gewonnen. Ja, können wir das machen? Nein, ich habe einfach nur. Immer mit den redaktionellen Problemen hier manchmal. 3-1, der geht gerade schön verschenkt. Sophia, bevor ich es vergesse, ne? Sturmwaffel, wenn der so viel redet. Das ist grün. Was musst du? Das ist grün. Drück. Was ist grün? Drück! Was passiert, wenn man vorher drückt? Probier mal. Drück doch mal. Okay, ich mach. Geht nicht. Ich glaube, du drückst nicht richtig. Gut. Man hat es aber tatsächlich gemerkt, ich glaube, es war du wieder, ne? Also dann ist jetzt 4, einen noch, dann für Bergi. Ist vorbei, irgendwie kann das sein? Nee, das ist, weil wir zu früh gedrückt haben. Ja, wollen wir mal so aufladen, Alter. Ja? Mhm. Willst du? Alles klar. Mhm. Okay. Ja. So ein Spiel wieder. Ihr seid alle gefeuert, ich hasse sowas, so eine Stromscheiße. Wir machen jetzt mal 5, ready. So 1. Aber wir machen mal, komm. Mach mal die höchste Stufe. Das ist doch höchste Stufe, oder nicht? Oder? Ist es schon? Mach mal Hardcore so in die Hose. Ja, ich mach das jetzt. 3-0 auf jeden Fall jetzt erstmal für den lieben Bergi. Wir sehen uns im dritten Spiel wieder und dann sage ich in meine Tasche. Warte. So, wir sind jetzt beim zweiten Videospiel-Minispiel angekommen. Und heute mal wieder entfernt von Minecraft. Das haben wir ja schon etabliert mit etwas, was wir schon einmal in einer vorherigen Sendung so ein bisschen in der Form gemacht haben. Und zwar machen wir jetzt einen Super Mario World Speedrun. Das alte von Super Nintendo? Nee, wir spielen auf der Wii U tatsächlich. Okay. Und ihr müsst Folgendes machen. Ihr spielt jetzt gleich auf dem Level Yoshi Island 3. Mega bekannt natürlich in der Szene. Ich kenne das. Hashtag Single Because. Und wie gesagt, das Ziel ist es natürlich, das Level so schnell wie möglich zu meistern. Ihr habt beide 5 Leben. Und startet mit einem großen Mario. Großer Mario ist für meine Begriffe, was mir die Beate hier drauf geschrieben hat, dass man einmal gehittet werden kann, dann nicht direkt stirbt, ne? Ja. Das ist genau das. Also im Prinzip habt ihr dann auch noch 5 Leben mit dem großen Mario, irgendwie ein 6. so halb. Hast du Mario nie gespielt? Und dann... Da rede ich nicht drüber. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Komm, wir müssen was machen. Ja, Hashtag Single Because. Wie gesagt, solltet ihr das nicht schaffen, das Level, also solltet ihr alle Leben verbraten, wird der letzte Punkt, an dem ihr im Prinzip überlebt, dann als euer Finish-Punkt oder whatever halt genommen. Ne? Also okay. Da wollt ihr sagen, soweit wie ihr kommt, wenn ihr alle keine Leben mehr habt, dann ist das euer letzter Punkt. Falls ihr es schaffen solltet, falls ihr es beide schaffen solltet, wird extern die Zeit gemessen und wer dann die schnellere Zeit hat, gewinnt. Falls es nicht so sein sollte und ihr exakt die gleiche Zeit habt, dann machen wir einen Münzwurf oder so. Und die Münze geht auf mich und jetzt verpisst sich einer mal nach draußen und die ganze Sendung überfordert ist. Mann, mach doch mal einer die Wii U an, wir legen jetzt los. Yoshi Island Adventure. So, da sind wir jetzt, wir haben perfekt aufgebaut. Sophie ist ready.
Ready to go. Okay, und dann würde ich sagen, ich mach mal 3, 2, 1 und dann machen wir los, okay? Also 3, 2, 1 und zack. So, und da ist die Zeit am Lopen. Das möchte ich gerne genauso beim Bergmann machen. So eingespielt. Ah ja, geil. Haben sich Sophie und Bergmann gerade kurz. So, Sophie macht direkt weiter mit dem nächsten Leben. Und direkt weiter, 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 weiter. Genau, einfach weiter. Nochmal rein. Mal reinsetzen, genau. 4 Leben hast du jetzt noch. Alles easy peasy, lemon squeezy. Da ist natürlich der große Mario-Vorteil jetzt dann. Gone vor gut. Ne, ich hab. Scheiße. Ach, man muss auch. Okay, gut. Ich kenne. Ja. Wie gesagt, ich würde kleine Hilfestellung geben, aber bin selber in den Maps noch nicht so krass erprobt, wie ich dachte. So, von daher, wie gesagt. Okay. Birgi von Bergson meint ja, er hätte auf jeden Fall schon mal sowas in die Richtung gemacht. Da ja, ist wenn aber, er das kennt, ja. Ja, am Anfang Scheiße. So ein bisschen. Aber ist gut, dann machen wir einfach noch eine Runde und er weiß es nicht. Ja, genau. Und dann spielst du es komplett durch, Alter. Endboss, Bowser, Megakampf. So, 2 Leben. Ist halt einfach diese. Ältere Steuerung, aber da jetzt kein Problem mehr. Perfekt am Ende. Und dann einmal so. Aber, okay, gut, es war bis zu dem Punkt. Okay, das kann man sich merken, das kann ich mir merken. Ich habe ja nun Beautiful Mind, ne, habe ich mitgespielt. Muss nur kurz an die Crew auch. Ich kann mir den ganzen Scheiß, den ihr hier immer fabriziert, perfekt merken. Letztes Leben aber jetzt. Schauen wir mal. Jedem Mal, das ist ja auch bei den normalen Spielen so, hat man dann ja auch immer so ein bisschen Steigerung. Da jetzt auch. Perfekt. Easy peasy, als wäre es kein Problem. Macht Sophie das hier. Zack. Wo? Schauen wir mal. Wird im besten Fall jetzt noch tatsächlich der Endrun, muss man sagen. Ich kommentiere das hier gar nicht, weil ich selber total gespannt da drauf schaue. Oh shit. Weil ich oh, eben nicht kenne. Oh. Und da muss es das jetzt gewesen sein. Ja. Perfekt. Gut. Es ist wie es ist. Es wird wie es. Ich weiß ganz genau, wo du geblieben bist. Ich weiß auch ungefähr, wie schnell das war. Zeitlich habe ich das, glaube ich, nicht so ganz geil getimt bekommen. Das können wir aber nachher noch rausfiggern. das ist das kleinste Problem. Und dann würde ich sagen, hol mal einen Bergi rein. Und wer weiß, ob der überhaupt besser ist. Von daher, Bergi. Bergi ist reinteleportiert worden. Ich fackel nicht lange rum, denn vom Raumschiff Enterprise bis zur Erde und zur Skyline zurück. So, ich würde sagen, 3, 2, 1, warte, 3, 2, 1 und dann los, okay? Okay. 3, 2, 1, los! Oh! Bergi, Alter, hier jetzt. Ja. Kräftig, deftig. Mach das ganz easy, mach das ganz peasy, mach das ganz lemon squeezy. Ist natürlich, du hast gesagt, du bist ziemlich geübt da drin, ne? Ja. Ist so dein Ding. Mario war so. Oh Gott. Oh Gott. Schüssel. Aber jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich hier. Oh nein, okay. Fuck. Da holt er sich einfach einen Yoshi, Alter. Ja. Der alte Typ. Holt sich einfach einen Yoshi. Ja. Er macht einfach das komplette Spielkonzept jetzt ist komplett kaputt, weil du den Yoshi geholt hast. Ja. Er hat die Engine gebroken. Was ist gebroken? Gebroken? Ja, aber ich kann echt nicht ohne Yoshi. Es ist echt so. Auch bei Mario Party oder so muss ich ja grundsätzlich immer Yoshi nehmen. Hätte ich ihn auch mal genommen, verdammt. Ja. Guckst du mal hier? Ja. Oh, jetzt hat er einfach gerade noch die Turtle da oben, Alter, die Moves, die du da drauf hast. Hast du früher Tournaments hast mitgemacht, ne? Ich habe früher ESL gespielt, erfolgreich. ESL? Genau. Ja. Und gegen wen? Ja, gegen alle. Gegen alle? Ja. Okay. Gegen alle. Das ist natürlich. Hab sie auch alle besiegt. Okay. Wie hießen deine Gegner so? Was hatten die für Namen? Neo. Morpheus. Okay. Der hat früher dann später Dings gemacht, ne? So ist es, genau. Gut, das ist 1 Minute 16 und da müssen wir tatsächlich gar keinen zweiten Anlauf mehr machen. Was hast du gemacht? Nicht durchgekommen. Nicht durchgekommen. Nicht weil ich nicht wusste, dass ich komplett hoch muss als erstes. Deswegen bin ich direkt immer runtergefallen. Wolltest du mir da eine ballern? Oder? Das ist halt. Nein. Ey, ne? Mensch, ey. 6:0, ne? Ja. Ein Spiel haben wir noch. Da kannst du alles nochmal reißen, das weißt du, ne? Eigentlich sind die 3 Spiele davor völlig sinnlos. Und das wird jetzt ein Spiel, in dem dieser gut sein wird. Okay. Das weiß ich jetzt schon. Ja? Ist es wieder irgendwie Armreif oder Schminken oder Eyeliner? Ja, das ist die Beauty Challenge machen wir jetzt. Sehr geil. Nee, wir sehen uns gleich bei der Beauty Challenge. Wieder. Liebe. Hast du schon ausgewertet? Das ist ganz schön heftig, ne? Die erste Hälfte. Ich habe ein bisschen Muffensausen, ehrlich gesagt. Ich habe Sausen Muffen. Ja. Machen wir weiter? Ein bisschen. Zweiter Teil? Aber nur, wenn Sie auf den Link klicken jetzt. Okay.
Würdest du das tun? Ist das eine Empfehlung? Ich probiere es einmal. Geht nicht. Na. Was jetzt? Vielleicht nochmal ausprobieren? Notfallplan. Ah, jetzt Escape. Gehen. Hat nicht geklappt. Ja. Weiter 4, F3 und S. Probier mal. Ah, da ist der Link. Sehr gut. Und jetzt mal draufklicken. Bitte. Danke.